Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Minecraft Live. Da sehen wir noch ein bisschen den Sonnenuntergang. Und hier steht eine Kiste. Book and Quill. Okay, noch eine Nachricht. Hallo Julian, geh doch mal bitte runter ins Tal und halte dich an der Weggabelung links. Dort ist eine Überraschung für dich. Ja gut, das wollen wir doch da mal eben machen. Die Nachricht packen wir mal kurz weg. Und platsch. So, Schwert schön ausrüsten. Weil was wir hier machen, ist ja nicht ganz ungefährlich, wegen den unbeleuchteten Stellen da oben zum Beispiel, was mir gerade auffällt, wie ich auch mal ausleuchten könnte, rein theoretisch. Praktisch ist es aber noch nicht getan, hab vielleicht bis zur nächsten Folge. Aber jetzt gucken wir mal erstmal, was die Überraschung ist, die wir von der geredet wurde. Nach der Weggabelung links. Ach, da kommt schon wieder ein Zombie. Ob sich aber einfach davon, weil ich ja ehrlich gesagt keinen Bock drauf hab. Okay. Hier ist die Weggabelung. Und dann links. Oh, Bewohner. Ja, nice. Einmal Sieg, der Händler und einmal Lilly. Ich will ja nicht mit dem Schwert bedrohen. Also. Hallo, mein Name ist Lilly. Ich bin mit meinem Kollegen hergereist. Okay, wer seid ihr? Wir sind Händler und wollen uns hier niederlassen. Kannst du uns eine Unterkunft geben? Jetzt können wir entweder sagen, ihr könnt euch hier ein Haus bauen oder verpieselt euch. Aber Händler kann man immer gut gebrauchen, darum sagen wir einfach mal, ihr könnt euch hier ein Haus bauen. Ja, gut, was hat er so im Angebot? Okay. Carpentry Bench. Transfer Pipes, Transfer Nodes, Clay, Obsidian, Stack für 9 Diamanten, das ist relativ günstig. Stone Bricks, Quarzblöcke, Sterling Generator, Combustion Generator, Energy Conduit und Clay. Okay. Ja, also ich kaufe erstmal hier die Bench ein. Und dann, ja, dann sollen die sich da mal hier ausbauen, hier. Dann muss ich aber demnächst auch mal einen Dorfplatz und ein Rathaus errichten und so. Hier den Berg werde ich, glaube ich, abtragen und das Rathaus hier so hinbauen. Ich meine, wir sollen hier nur da oben das nicht beschädigen und hier den großen Berg. Aber so ein bisschen Erde, was hier vorne angehäuft ist, das kann ich doch abtragen, denke ich. Naja, vielleicht bekommen wir nochmal eine Nachricht. Dann gehen wir mal wieder hier hoch. Gut, so und wieder hier runter. Die Brücke muss ich auch dringendst ausbauen. Das mache ich jetzt auch. Offscreen. Nach der Folge direkt. Dann sollen die sich da ihr Haus bauen und dann sind die, denke ich mal, bis zur nächsten Folge auch fertig. Gut, wir gehen jetzt mal zurück und gucken mal, was hier diese Carpentry Bench ist. Nebenbei esse ich mal meine Potato, die hat mich eh gestört. Eine gebackene Kartoffel, die meinen Inventarplatz versperrt. Also echt jetzt. Die stelle ich mal oben vor meine Couch, würde ich sagen. Na gut. Ja, in der letzten Folge hatten wir den Cobblestone-Generator gemacht. Wer es vergessen hat, ich verlinke euch i oben. Ihr könnt ihr auf das i drücken, da findet ihr dann die ganze Playlist
mit den Minecraft Live Videos. Das wird von nun an ab jetzt in jedem Video sein, was ich mit Minecraft Live mache. Ich werde generell versuchen, jedes Video zu verlinken, aber ab und zu ist das halt kritisch. Gut, stellen wir mal hier in die Ecke. Oh, geil. Oh, Wooden Gun. Okay. Wall Banner. Emerald Gun. Bronze Gun. Hier ein paar Banner. Lampen. Das ist geil. Stühle. Okay. Was ist das? Create, also Lagerboxen. Weapon Rack. Waffenstände. Sessel. Was ist das? Couchen. Tische. Ich glaube, das sind Hocker. Barrels. Ja, geil. Ich kann jetzt so viel machen. Self. Beam. Was ist das? Sing. Ein Schild. Lampen. Candle. Eine Wooden Battle Axe. Ja, nice. Okay, Waffen. Mhm. Drei Zack. Sag mal Zack oder Zecker. Ja, also geil. Dann kann ich mir hier eine richtig geile Inneneinrichtung bauen. Ja, das ist auf jeden Fall geil, dass wir jetzt die Bewohner haben. Ich dachte, in dieser Welt würde nichts mehr leben. Aber anscheinend gibt's so Städte, die auch sich gebildet haben und so. So wie wir versuchen, unsere zu bilden. Also, finde ich echt nice. Vor allem, dass sie zu mir kommen. Ja, gut. Ja, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zu gucken. Das war jetzt, ja, der Anfang von etwas Großem. Jetzt bauen wir die Stadt nämlich. Wir bauen unser Haus aus. Dann machen wir früher oder später natürlich auch noch mit Technik. Aber die Stadt, da kann ich schon mal sagen, das wird echt geil. Ich bin ja noch gerade heftig am Vorproduzieren. Die erste Folge ist heute noch nicht mal online. Ist gerade der 6.11. Die erste kommt am 7., also morgen. Automatisch um 12 Uhr jeden Tag kommt eine Folge live. Und ja, ich freue mich halt einfach riesig, so dass ich das hier jetzt machen kann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.